Ah, yay! Mahlzeit! Mahlzeit! Ja, ich komme von der Baustelle. Mahlzeit! Mahlzeit! Wie ist es? Gut. Ja, ich bin der Handwerker Peters, ihr könnt mich HP nennen. Ich bin der Vorsitzende der anonymen Schwarzarbeiter und der Bezirksleiter aller Baustellenpfuscher und Werkzeugpeiniger unter dem Motto Schaum und Silikon ersetzt die Präzision. Und ich freue mich wirklich, ach, Reusrath, endlich bin ich mal nach Reusrath gekommen, weil Reusrath, das nennt sich ja Reusrath. Das Funkeljuwel an der A3. Reusrath, der sympathische Verkehrsknotenpunkt zwischen Langenfeld und Opladen. Das, und ich habe hier mir alles angeguckt. Hier die Martin-Luther-Kirche war ich eben gucke. Schön, ja, das ist ja, habe ich gelesen, die älteste evangelische Kirche von Langenfeld. 1792 erbaut, habe ich eben gelesen. Ja. Eine bewegte Geschichte hat die Kirche. Ja. Die wurde dreimal bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Einmal von den Hunnen, einmal von den Römer und einmal von Elektrostoffels. Ja. Der hat da während dem Fahrfest versucht, eine Fritteuse anzuschließen. Das ist so, Elektrostoffels, das sagt mir doch was, weil ich bin wirklich Handwerker, ich komme aber nicht von hier, ich komme nicht aus dem Rheinland, ich komme aus der Eifel. Wie, ach je, Eifel ist schön, mal gucken, wo ich herkomme, ob das einer kennt. Hat einer schon mal das Eifeldörfchen Nickenich gehört? Du? Ja, ist mit mir verwandt? Nee. Achso, Nickenich, Kloster Maria Lach in der Eifel? Ja. A61 Abfahrt Männlich Main, da ist ein schönes Dörfchen, liebe Leute. Ja. Wir haben in Nickenich seit Jahrzehnten dieselbe Einwohnerzahl. Immer wenn ein Kind geboren wird, verschwindet der Vater. Gleich so aus, ne? Nickenich ist super. Ach, aber deswegen, ja, Hand und Handwerk ist so wichtig. Ich versuche immer für Handwerk Werbung zu machen, weil eine Sache muss ich mal hier wirklich ernsthaft sagen. Ich sehe oft junge Leute. Und junge Leute, die stehen da immer mit so einer Brust und sagen, ich studiere. Und wenn ich unsere Stifte, unsere Lehrlinge sehe, die stehen da immer so ganz verschüchtert und sagen, ich mache nur eine Lehre. Und ich finde das nicht schön. Wir müssen den Kindern noch mal wieder beibringen, dass es redlich ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Dass es redlich ist, was mit der Hand zu erbauen. Es kann nicht jeder in Deutschland studieren. Wir brauchen auch gute Lehrlinge und Auszubildende in diesem Land. Mein Meister hat immer gesagt, studieren, das ist wie arbeitslos sein, nur dass die Eltern stolz sind. Was guckst du denn auf die Uhr nochmal? Also, ja, du bist die Nathalie, habe ich schon gehört, ne? Nathalie, ich kenne dich doch. Ja. Wie, ja, weiß noch damals. Ja. Ich habe die ganze Nacht an der Tür geklopft, ich habe gekratzt, ich habe geweint, aber du hast mich nicht rausgelassen. Es war nett, ja. Aber du hast deinen Altar, ist das dein Altar geschenkt da neben dir? Der Mann, der dir... Altar, das ist ein Mann, der dir seit 2 Stunden hat, der seine Hand auf deinem Knie. Ich glaube, du kennst den. Also, ja, du bist auch wichtig, ne? Du bist Organspender. Die haben das schon abgegeben. Das will ich sagen. Ja, Entschuldigung vom Dorf. Ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Also. Ja, nee, man muss jetzt sagen, nee, man zieht Ende morgen, Nathalie, ist im Ende. Hallo, ja, die zwei Eisheiligen. Hallo. Das ist die Tante Sophie. Also, meine Frau hat gesagt, HP, wenn du nach Reusrath fährst, musst du politisch korrekt sein. Muss man jetzt sein, Nathalie, ja. Man sagt zum Beispiel als Handwerker nicht mehr Schwarzarbeit, man sagt ehrenamtliche Tätigkeit mit finanzamtsfreier Aufwandsentschädigung. Gibt es denn Handwerker? Ich sehe nichts. Gibt es Handwerker hier im Saal? Sind Handwerker hier? Ja, ja, alles Schwarzarbeiter oder was? Entschuldigung, ich habe eine feuchte Aussprache. Dann, haben Sie eine Branche oder habe ich Sie angerotzt? Nee. Achso! Sind Handwerker hier? Ja! Was seid ihr für ein Gewerk? Maler. Maler, sehr gut. Sonst noch was da?
Schwarzarbeiter. Schwarzarbeiter. Ich bin ja natürlich gelernter Maurer. Ja? Und früher hat man immer gesagt, Schlosser sind die exaktesten Handwerker, weil Schlosser arbeiten auf Millimeter, Zimmermänner arbeiten auf Zentimeter und bei Maurer kannst du froh sein, wenn er auf dem Grundstück bleibt. Und ich versuche jetzt ewig bei uns in der Eifel, ich versuche was zu machen, auch dass die Jugend sich jetzt wieder für das Handwerk, weil wir haben hier Fachkräftemangel und deswegen mache ich momentan auf der Handwerkskammer Kölle mache ich eine Ausbildung zum Ausbilder für Stifte und Lehrlinge. Und was man da lernt, hör mal, der Maler, wie heißt du? Markus. Markus, mit C oder mit K? Ja. Mit K, dann habe ich es richtig ausgesprochen. Nathalie, hast du nicht verstanden. Aber ist egal, das ist... Oder kommst du aus Hilden, dann red ich was langsamer. Ja, ihr seid hier der tolle Teil, ihr trinkt hier noch Kölsch, ne? Das habe ich gesehen. Ja, Kölsch ist lecker, also Kölsch ist sehr süffig. Bevor du da besoffen bist, bist du ertrunken. Also, Markus! Und ich kenne mich als Maurer mit. Früher hat man gesagt, wie lange muss ein Maurer trinken, um 2 Promille zu kommen? 4 Tage nichts. Also, Markus! Hast du wieder nicht verstanden. Aber ist ja lecker! Ich bin müde. So, Markus! Markus, was man da lernt auf der Handwerkskammer, jetzt mal aufpassen. Man darf auf der Baustelle Stifte und Lehrlinge nicht mehr verarschen, weil das ihre Gefühle verletzt. Ja, das sind junge Leute, die haben diese Krankheit, multiple Mimose. Ich hab mich früher auf der Baustelle verarscht worden, Markus. Wer ist noch? Stift, hol mal Ersatzblasen für die Wasserwaage und sowas. Oder als Elektriker, Stift, geh mal ins Lager, da steht ein Eimer mit Spannungsabfall und so weiter. Und ich, Nathalie, ich bin Maurer, das war Hardcore als Maurer. Mein Meister, der Mörtelfugen-Karl, der hat mir dann... Kennst du den, der Mörtelfugen? Ja, das ist der Schwager vom Zementsack, Udo. Ja, jetzt ist...